Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu der Saboteur, Ich vergesse jedes Mal den Namen, das gibt's gar nicht. Der Saboteur, genau. Ja, letztes Mal sind wir ziemlich abgekackt, weil ich einfach überhaupt nicht mitbekommen habe, dass man Häuser hochklettern kann. Und das, meine lieben Freunde, erstmal zünden wir uns eine an. So. Und das, liebe Freunde, werden wir heute ein bisschen anders machen. Wir werden diesmal richtig gut hochklettern. Aber ich hoffe nur, dass uns da jetzt nicht wieder die Nazis auf den Dächern irgendwie erwischen. So, da hoch wollen wir zu dieser Leiter, wollen wir, glaube ich. Beziehungsweise wollen wir dahin, wo uns der Pfeil hinbringt. So, dann renne ich jetzt einfach mal hier und springe da mal dran. Ja, das geht. Das ist ja so krass. Das ist so geil. Das ist echt geil. Hätte ich das gewusst, ey. Das ist so cool. Das ist wie Assassin's Creed. Eine Mischung aus GTA und Assassin's Creed. Das ist schon mal sehr, sehr cool. So, dann warten wir mal. So, er legt jetzt den Brennstoff hin. Oh, die explodiert mit schnell. Hau ab da, hau ab, Junge. Der bleibt da einfach da stehen. Der hat eigentlich die Arschruhe weg. Okay, es geht los. Das ist mein Stichwort. Nichts wie weg. So, um mein Telefon zu benutzen, spring auf das Kabel zu. Okay, fallen lassen mit C. Aua. Klasse, das Teil ja ziemlich weh eigentlich. Jetzt müssen wir da hinkommen. Sind hier noch welche? So, ich gucke auf das Radar, da sieht man relativ, ob da noch welche sind. Drücke 3, um Dynamit auszurüsten, okay. So, ich muss das da anbringen. So, hier. Wie mache ich das jetzt? Mit der Maustaste, okay. Lauf! So, wie komme ich jetzt wieder raus? Das hat mir keiner gesagt. Okay. Ich hoffe, ich habe das überlebt. Oh je. Yeah. Ab jetzt, ab heute gibt es einen Widerstand in Paris. Und wir gehören dazu. Kann ich hier hochklettern? Nein, kann ich nicht. Oh, hier explodiert alles. Da, hier kann ich schnell hoch. Spring! Los! Ja, komm. Und spring rüber. Aua, 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 aua. Oh, shit, shit. Na egal, schnell rein hier. So, wo ist er denn, unser Freund? Ups, ups, ups. Oh, ich hab so Panik, Wenn die Nazis uns finden, oh mein Gott. Wo ist er denn, unser Freund? Da ist unser Freund. Komm rein. Los, spring rein, wir haben nicht ewig Zeit. Wir müssen verschwinden. Ja klar, jetzt drehe ich nochmal um, damit ich nochmal beim Depot vorbeifahre. Heute Nacht haben wir die Geschichte verändert, mein Freund. Wir haben gerade mal eine Tankstelle gesprengt. Aber ich muss zugeben, der Feuerball sah ziemlich gut aus. Oh yeah. Sie irren sich, Ihre. Es hat sich etwas geändert. Es liegt in der Luft. Spüren Sie es nicht? Oh. Jetzt, wo Sie es sagen. Das war erst der Anfang. Wir werden die Dunkelheit lichten. Der Stadt die Furcht nehmen. Haus für Haus, Straße um Straße. Holen Sie sich aus, mein Freund. Danke. Wir haben in den nächsten Tagen viel zu tun. Oh, alles klar. Wenn Sie damit eine süße Brunette und ein Glas Whisky meinen. Genießen Sie Ihre Belohnung, Ihre. Sie haben sie verdient. Ich schulde Ihnen einen Drink. Einen Drink. Lecker, lecker, lecker. So, gehe in das Bell. Das ist dann mein Unterstupf hier. ab heute werde ich hier hausen. Frauen, schöne Titten, was zu trinken, perfekt für ein Iren. Also das Wort mit T wollte ich gar nicht sagen. Was liegt denn da hinten rum? Waffen? Das sind ja Waffen. Achso, die mussten bestimmt abgegeben werden. Die würde ich gerne haben. Naja, egal. So, jetzt werden wir erstmal uns einen schönen ruhigen machen. Oder wir gehen mal dahinter. Da war ich nämlich in der Testaufnahme, war ich da hinten schon. Ja, ich habe mich mit dem Mädchen amüsiert ein bisschen. Deswegen weiß ich, dass was hier hinten so los ist. Hallo Mädels, na, da bin ich wieder. Okay, und hier haben wir nämlich so eine Art, ja, Versteck oder so. Ich weiß es nicht. Also ich finde das schon sehr interessant, ein Zimmer zu haben. Hinter der Umkleide von diesen ganzen süßen Mädels hier.
Und das Lustige, was ich noch sehr interessant finde, ist die Tatsache hier, dass da Löcher sind. Die perverse, das perverse Schwein. So. Oh. Inhalt wird geladen. Gut, ein schöner Ladescreen. Den brauchen wir ja auch irgendwann mal. Halte Umschalt, um zu springen. 3 Monate zuvor. Oh. Mal sehen. Schickes Auto. Mist! Was ist denn los, Mann? Was zum Enker machst du da? Wonach sieht's denn aus? Der Aurora ist jetzt mein Baby schon. Und kein anderer darf es begraben. Oh, verdammte Scheiße, Jules. Du bist jetzt ein Fahrer. Willst du auf der Strecke respektiert werden? Dann hör auf, wie ein Mechaniker zu denken. Soll ich etwa auch rumstolzieren wie diese reichen Schnösel? Nein, danke, Bruder. Ah. Veronique. Veronique. Morgen, Schatz. Oh, meine Freundin. Ich bin wegen des Rennens hier. Vittore hat mich gebeten, Fotos zu machen. Konnte das nicht warten, bis ich mich ein bisschen zurechtgemacht habe. So viel Zeit hat niemand. Meine Schwester hat den ganzen Charme abgekriegt. Und das Hirn. Das reicht jetzt. Wir müssen ein Rennen gewinnen. Ihr habt zu arbeiten, Jungs. Beide. Alles klar, Boss. Fahrt den Aurora auf den Hänger. Ich will bei Sonnenuntergang an der Grenze sein. Okay, ein Fettrennen. Also bin ich ein Rennfahrer, ehemaliger Mechaniker. Der Laster ist beladen und abfahrbereit. Und der Aurora? Ist fester verschnürt als ein Nonnenhintern. Gut. Veronique und ich fahren vor. Ihr nehmt den Laster und fahrt nach Osten zur deutschen Grenze. Von dort geht's geradewegs nach Saarbrücken. Ich hab die Stelle auf der Karte markiert. Deswegen bin ich da irgendwo in der Ecke. Aber sehr schön. Atmosphärisch. Nein, schon. Wir kommen sonst zu spät zum Atmosphärisch Rennen. Wieder schön. Ja, ja. Vor allem, dass hier auch Leute noch rumstehen und einfach nur rumfegen. Sehr schön, gefällt mir. Und Hühnergeräusche habe ich auch gehört. Aber wir müssen jetzt zum Rennen. Auch wenn das eine schöne Gegend ist, wir müssen los. Los geht's, hä? Verdammt schon. Jetzt habe ich den Fahrersitz eingenommen. Das wollte ich gar nicht. Wir müssen jetzt wirklich zur Strecke. Kein Problem, ich bin Rennfahrer. Ich bringe schon meine Rennmaschine dahin. Mal fliegen da Vögel in der Luft. Ich kann leider nicht hochgucken, weil da war gerade Schatten auf dem Boden. Aber sehr schön. Gefällt mir wirklich. So hätten sie das Spiel starten müssen. Das hätte ich besser gefunden, weil hier sieht man irgendwie schöner irgendwie alles. Naja. So, hier mache ich mal mit Handbremse um die Kurve. So ein bisschen einüben fürs Rennen. Ich sag dir, mein Freund, nach dem morgigen Tag bist du berühmt. Ich stehe an deiner Seite und sonne mich in deinem Erfolg. Und woran genau denkst du dabei? An Frauen. Deutsche Frauen sind ganz eis auf Rennfahrten. Das stimmt. Wir werden uns von einer Horde Blondinen verwöhnen. Guckt euch den. Vorausgesetzt, du vergeigst es nicht. Hey, ich weiß dein Vertrauen in mich zu schätzen, Jules. Aber in diesem Rennen geht es um mehr als eine schnelle Nummer. Vittore hat viel riskiert, als er sich für mich als Fahrer entschieden hat. Du darfst ihn nicht im Stich lassen, Sean. Habe ich nicht vor. Vittore hat im Moment ganz andere Probleme. Was denn? Zum Beispiel, dass jede Minute ein Krieg ausbrechen könnte. Liest du keine Zeitung? Nur den Sportteil. Diese verdammten Deutschen wollen kämpfen. Wenn sie ihren Willen bekommen, sind wir alle arbeitslos. Das wäre nicht schön. Also so ein Leben als Rennfahrer würde mir auch gefallen. Dann wäre ich ein Michael Schumacher. Da stehen die Frauen drauf. Ja, aber ich finde das echt schön hier. Schöne Gegend. Ich würde ja gerne meine Maus ein bisschen drehen, aber dann werde ich wahrscheinlich gegen einen Baum fahren. Denn so als so ein Noob, da kann man das schon mal machen. Aus Versehen, da passiert einem das mal. So, wuhu. Auf zur Grenze. Da vorne ist die Grenze. Fahr langsam und mach ein armloses Gesicht. Alles klar. Hätte ich bloß die Lederhose angezogen. Ich mein's ernst. Die Arschlöcher suchen nur einen Grund, um das Feuer zu eröffnen. Halte das Auto an und warte, bis die Deutschen das Papier überprüft haben. Okay. Hallo. Kommen Sie ruhig her. Ich möchte eigentlich nur ein... Ich bin Rennfahrer. Wir möchten nur ein Rennteil nehmen. Ja, kein Problem. Okay, dürfen wir weiter? Ja, Sir. Kein Problem, danke.
Schönen Tag noch. Wir sind fast da. Ich habe schon den Geruch von Benzin in der Nase. Schalte du einfach die Strecke im Auge und gib Gas, mein Freund. Den Rest erledige ich. Okay. Seit wann bist du mein Manager? Was ist so witzig? Wir sind überall Deutsche. Ich musste nicht Mechaniker werden. Wie die Gomme. Mein Lehrer sagte immer, Jules, diese Kinder sind alle dumm. Besonders dein Cousin Javier. Aber du nicht, Jules. Du bist klug und weißt dir zu helfen. Ich dachte, Veronique hätte das Hirn abgekriegt. Das hätte sie wohl gern. Was hat sie eigentlich gegen mich? Nicht aufpassen. Ich mache nichts richtig, wenn sie in der Nähe ist. Ah, nicht nur du. Veronique hat einfach ein Problem mit mir. Wieso das? Irgendwann zeige ich dir das Kabarett meiner Familie in Paris. Veronique ist im Belle de Nuit aufgewachsen. Sagen wir mal, sie hatte eine untypische Kindheit. Klingt witzig. Du hast ja keine Ahnung, mein Freund. Okay. So, da sind wir auch schon. Cousin Javier, wo ist der Boss? Vittore wartet in der Bar am Ende der Straße auf dich. Lass den Laster hier bei uns. Ich finde das echt schön. Okay, machen wir. Aber erstmal muss ich unbedingt diese Wand hier drüber klettern. So. Ja, guck nicht so. Das mache ich öfters, sowas. Ich bin halt komisch. Ja, dann laufen wir mal. Ah, hier ein schönes Hakenkreuz mit schönen Blümchen drum. Ah, schöne deutsche Stadt. So stelle ich mir eine typisch deutsche Stadt vor. So ist sie auch. So sehen die aus. So. Ai, da waren gerade Kampfflugzeuge anscheinend. Hubschrauber, würde ich schon sagen. Schön. Eine schöne Kneipe. Wir werden sehen, was hier passiert. Schön, dass ihr auch mal vorbeischaut. Wir haben uns die Landschaft angesehen. Gab es Probleme? Nur die üblichen Groupies auf Autogrammjagd. Stoßen wir an auf das Team Morini und unseren Aurora. Aurora. Auf Senior Morini, der mit einem zwielichtigen Typen wie mir einiges riskiert. Okay. Noch eine Runde für mich, Leute. Langsam schon. Du brauchst einen klaren Kopf. Dirke kam heute Morgen aus Berlin. Kurt Dierke? Ich dachte, der hätte aufgehört. Wenn man vom Teufel spricht. Der Konkurrenz. Der Konkurrent. Guck dir dich an. Das ist ein Rennfahrer, wie er im Buche steht. Deutsche Rennfahrer. Zumindest sieht das aus wie deutsche Rennfahrer. Nur sein Name ist ein bisschen komisch. Guten Abend, Herr Morini. Dirke. Es ist mir wie immer eine Freude, einen unserer italienischen Freunde in unserem Land begrüßen zu dürfen. Ich habe gerade meiner Bewunderung für General Mussolini Ausdruck verliehen. Er ist mit unserem Kanzler seelenverwandt. Ihr Land kann stolz sein, ein solches Staatsoberhaupt zu haben. Meine Leidenschaft ist der Rennsport. Für Politik bleibt da nur wenig Zeit. Manchmal gleicht die Politik einem Rennen. Nein, es gibt einen Unterschied. Verzeihen Sie meine Unwissenheit, Herr Morini. Wir Deutschen sind ein einfaches Volk. Vielleicht möchten Sie uns aufklären? Das eine ist ein Hobby für reiche Arschlöcher, die ohne schicke Autos und alberne Uniform keine Frau flachlegen. Das andere ist der Rennsport. Das muss der englische Mechaniker sein, der sich für einen Rennfahrer hält. Ich bin Ihre. Du Idiot. Es wird spät. Wir machen für heute Schluss. Die Nacht ist noch jung, meine Dame. Bleiben Sie. Essen Sie mit mir. Mir schmeckt das deutsche Essen nicht. Nicht. Das mag sein. Aber bald werden Sie auch in Ihrem Land die Vorzüge einer guten deutschen Bratwurst zu schätzen. Wie zweideutig. Wie zweideutig. Jetzt kriegst du was auf die Fresse. Boss, schaff meine verrückte Schwester hier raus, bevor sie sich umbringt. Ich gehe nicht. Los jetzt, ich bring sie nach oben. So, wo ist denn hier der super mega Ruhig, Mann. Lass mir welche. Wollen die jetzt alle kloppen? Die wollen sich alle kloppen. Kommt her. So muss ein irischer Abend ablaufen. Na, kommt her. Wie in meinem Heimatland. Da haben wir das jeden Abend gemacht. Oh, falschen geschlagen. Huch. Ups, Entschuldigung. Nee, den würde ich gar nicht. Sag mal, wer schlägt denn jetzt für wem? Hier schlägt jeder jeden irgendwie. Ich möchte gar nicht die anderen schlagen. Den da will ich noch schlagen. Ah, Deutscher! Aua! Die Konkurrenten schlagen ist immer gut. Dann gewinnt man wenigstens das Rennen. Was ist denn jetzt los hier? Muss ich noch irgendjemanden... erledige Doppelsieg.
Ach so, ich muss noch ein paar umbringen, ein paar Schergen. Sind das für Schergen? Nee, das ist kein Scherge. Entschuldigung. Wo sind denn die hier, die Schergen? Oh, was sind das denn? Oh, hallo, Lady. Ich will nicht, aber ich muss. Du bist ein Scherke. Scherke, ich schlag keine Frauen, aber ich muss. Tut mir leid. So, wir haben es geschafft. So, was jetzt? Nee, da unten ist noch was Rotes. Ach, das hier. Der ist ein richtiger Scherke. Ah, toll. Spricht mit der Polizei. Ich kümmere mich um Veronique. Ihr Jungs, seht zu, dass ihr verschwindet. Jules, machen wir uns durch. Okay, los, abhauen. Müssen wir oben raus oder unten? Ich glaube, wir müssen da unten wieder raus. Schnell weg hier. Ah, die Frauen hätte ich nicht schlagen sollen. Das tut mir leid. Ich dachte, weil sie so Hakenkreuze hatten, dass die vielleicht auch Nazis wären. Aber anscheinend waren das doch keine Nazis, sondern ganz nette Frauen. Die haben mir auch gar nicht mitgemacht. Ah, bin ich. Jetzt bin ich schon bei jedem unten durch. Oh. Pass auf, du Blöder. Scheiße. Skyler? Skyler. War das eine Anmache? Oh yeah, komm. Hallo, Sean. Hi, Jude. Mehr. Wir unterhalten uns später. Im Moment brauchen wir nur dein Auto. Okay. So viel zum Thema Smalltalk. Fahr den scheiß Wagen. Festhalten. Okay, los geht's. Kann auf nahezu jedes Gebäude. Das kann man wohl sagen. Ja. Wie lange warst du in der Stadt? Bin eben erst angekommen. Du hast ja nicht lange gebraucht, um die örtliche Polizei zu verärgern. Wen? Die Typen hinter uns? Die sind doch lächerlich. Wo muss ich denn hin? Flieh aus dem roten Kreis. Wie soll ich das machen? Der ist doch direkt auf mir drauf. Sie errichten vor euch Straßensperren. Dreh um, dann kannst du ihn durchs Netz schlüpfen. Gute Idee. Hast du das in einer englischen Nobelschule gelernt? Eine solide Ausbildung. Alle Engländerinnen so verrückt. Könntest du dich bitte mal verziehen, sobald du diese Crowds abgeschüttelt hast. Entschuldigung, ich will niemanden überfahren. Vorsicht, Vorsicht. Ey, wie soll ich die denn abschütteln? Das ist unmöglich. Unmöglich. Mein Gott, das schaffe ich nicht. Komm, gib Stoff hier mit deinem Rennwagen. Schön durch die deutsche Stadt hier. Ich dachte, das ist vielleicht nur in Paris, aber das ist ja... Oh, nicht nur in Paris. Oh, hört mal auf, an mir zu schießen. Ich habe doch nichts getan. Ich fahre jetzt so dumm im Kreis rum. Ich muss aber irgendwie verschwinden. Aber wie mache ich das? Scheiße, hier steht noch ein Panzer. Oh, ich bin raus. Oh. Witzig. Ich verdurste. Ohne mich, ich weiß das. Bring mich zurück zum Modell. Ist das Blut? Habe ich jemand überfahren? Ist das Blut am Wagen? Ich hoffe nicht. Oh mein Gott. Na gut, dann bringen wir noch schnell unseren Bruder weg und dann amüsieren wir uns mit unserer Freundin. Und einen schönen Abend und so. Nein! Vorsicht! Och Mann! Oh, Entschuldigung! Oh, er lebt noch. Oh Mann, ey, der will auch direkt in dem Moment um die Straße rennen, wenn ich da lang fahre. Alles seine Schuld. Ich habe nichts gemacht. Kann man eigentlich auch hupen oder so? Dann muss ich nachher mal irgendwie in der Offscreen, jetzt muss ich da mal ein bisschen schauen. So, da haben wir jetzt einen Punkt. Ich geh ins Bett und mach nicht zu viel Krach. Ich brauch meinen Schönheitsschlaf. Komm mit, ich bring dich zur Hintertür rein. Ich hatte nichts anderes erwartet. An der Hintertür, also okay. Na dann. Ah, schön, so eine kleine Spritztour. Da kommt das Blut in Wallung. Außer vielleicht ein 30 Jahre alter Single Malt McErin? Das ist ja wie Weihnachten. Jules und ich hatten echt Glück, dass du durch den Schornstein reingeschneit bist. Weihnachten? Ich fürchte, ich war ein böses Mädchen. Ja, da bin ich mir sicher. Was ist nach diesem Wochenende in Monaco passiert? Du hast nie angerufen. Weil ich deine Nummer nicht hatte. Das ist keine Entschuldigung. Stimmt. Bist du immer noch hinter Jules kleiner Schwester her? Ziemlich langweilig, die Kleine. Ich glaube, ich bin nicht ihr Typ. Also, bist du wegen des Rennens hier?
Was soll ich sagen? Ich habe eine Schwäche für Männer in schnellen Autos. Ich war schon in ganz Europa bei den Rennen dabei. Mom und Dad sind deshalb natürlich schockiert. Ist besser als zu arbeiten. Weiß ich nicht. Wozu ist das denn? Zum Beine rasieren? Eine Frau sollte nie wehrlos sein. Ja, knutschen. Oh, boah, Junge. Irgendwann musst du mir erzählen, woher du diese Narben hast. Für eine Nacht haben wir genug geplaudert, Baby. Echt mal, jetzt geht's ans Eingemachte. Ja, und damit würde ich, glaube ich, sagen, ich verabschiede mich erstmal für dieses Let's Play. Also für dieses Let's Play, sondern für diese Folge. Und ich war der Tenji hier auf unserem YouTube-Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann. Tschüssi.